Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Retreat to Annan. Wieder mit einer Nachsynchronisierung. Mal schauen, ob ich heute noch so zusammenbekomme, was ich da alles gemacht habe in dieser Folge. In der letzten Folge meiner letzten Aufnahmesession, ja, wir sind in Valley of Giants angekommen in der letzten Folge. Und ich habe jetzt am Ende tatsächlich noch Lehm gefunden, was wir ja unbedingt brauchen, weil ich ansonsten nämlich rübergegangen wäre zurück nach Annan, um dort Lehm zu holen. Aber jetzt haben wir welches gefunden, damit wir den Cooking Pot bauen können. Super cool. Richtig cool. Ich sammle gleich noch ein paar Steinchen ein und Holz und. Und laufe jetzt zurück zu meiner mega heftigen Base. Das nehmen wir auch noch mit, oder? Ja, klar. Sehr gut. Einfach mitnehmen. Wir haben ja jetzt eine Kiste irgendwie gebaut letztes Mal, wo wir schon ein bisschen was gebunkert haben. Davon brauchen wir natürlich weitaus mehr, das ist ganz klar. Au. What? Was? Ein Wolf? Oh nein. Ich bin sehr überrascht, ne? Autsch. Okay, und der lässt nicht ab. Okay, wir haben gefährliche Tiere hier, die uns angreifen. Das ist nicht so cool. Und ich muss mich verteidigen. Ansonsten wird das nichts und ich bin völlig im Arsch. Cool. So, das bedeutet, es geht zurück zum letzten Speicherstand. Was für ein Spaß. Ja, also wir haben hier Wölfe. Und da müssen wir uns verteidigen lernen. So easy ist das Game dann doch nicht. Also wir haben nicht nur Orientierungsschwierigkeiten. Nein, wir müssen uns auch gegen diese kleinen, pelzigen, süßen Tierchen verteidigen. Ja, lass uns doch hier einfach nochmal starten. Jetzt weiß ich ja, dass wir in einem bestimmten Areal Lehm finden. Und das holen wir jetzt. Aber ich stelle gerade fest, Mist, meine Kiste ist nicht mehr da. Wir müssen also auch eine neue Kiste bauen. Das Gute ist, der Fortschritt ist weg. Ich habe nicht gespeichert und ich kann jetzt den ganzen Kack nochmal machen. Sehr, sehr cool. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Pfeile, das ist klar. Und wir brauchen noch eine Kiste. Also brauchen wir Holz. I guess. Ich höre einen Truthahn. So, was brauchen wir jetzt als erstes? Ich denke mal eine Kiste, ne? Ich muss nur kurz suchen, wo die ist. Aber das bringt ja auch nichts, weil wir immer noch kein Holz haben. Wo ist der Kack jetzt? Ich finde gerade die Kiste nicht. Nein, hier ist sie nicht. Du schaffst es, bin mir sicher. Hunting? Nee, ich glaube, bei Hunting ist die auch nicht. Unwahrscheinlich. Ja gut, ich hole jetzt erstmal Holz. Oder? Hole ich jetzt Holz? Ich hole den Truthahn. Jawohl. Sehr gute Idee. Oder auch nicht. Ich habe nicht genug Pfeile. Ich denke mir, nein, ich hebe die Pfeile lieber auf für Wölfe, falls mir nochmal welche in die Quere kommen. Was ja sein kann. So, hier ein paar Beeren. Sehr schön, denn diese Lilien. Da. Shit. Eins. Wie viele Pfeile habe ich? Zwei. Drei. Drei Pfeile. Und er liegt. Ich sammle meine drei Pfeile wieder ein, wenn das geht. Ja, es geht. Und nutze Quantum Control, um ihn zu zerlegen. Mal gucken, was er alles hat. Der Gutste. Es war also jetzt nicht so schwer, ne? Die sind jetzt nicht so schwer zu erlegen. Das geht, Gott sei Dank. Und man hört sie knurren, das ist auch gut. Ich hätte mich also nur umdrehen müssen beim letzten Mal. Aber ich war so... Ich hatte eine kleine panische Reaktion. Was immer sehr sinnvoll ist, wenn man Survival-Spiele spielt. Panisch zu werden, sehr gut. So, Pilze. Haben wir denn noch ein paar Stöcke hier irgendwo vielleicht? Ach, guck mal, den haben wir auch noch. Hier den Gem. Das haben wir ja alles nicht gesammelt. Ist ja alles weg. Nun gut. Bin sehr froh auf jeden Fall in dem Moment, dass wir, oder dass ich den Wolf erlegt habe. Vor allem hat er auch gut Leder gebracht, glaube ich. Oder Fell, ne? Und viermal Fleisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist sehr gut.
Was wir dann auch zeitnah machen müssen, was ich jetzt in dieser Folge wahrscheinlich nicht hinbekomme, ist so einen Hirsch zu jagen, weil ich vermute mal, dass so ein Hirsch auch nochmal andere Sachen abwirft, ne? Weil die haben ja auch ein Geweih und so. Dass da vielleicht noch was anderes bei rumkommt. Ja, wenn nicht, dann eben nicht, ne? Dann können wir auch Wölfe jagen, weil die stellen sich ja absichtlich in unseren Weg. Und dann können wir die auch besser jagen. Was ich noch machen möchte, ist auf jeden Fall so ein Fischernetz in den See packen. Das machen wir auch nochmal. Irgendwann. So, ich laufe einfach weiter und dann gucken wir mal, ob hier noch ein paar Stöcke sind für uns, damit wir die Kiste bauen können. Das wäre ganz toll. Sicherheitshalber rüste ich mich mit Pfeil und Bogen aus. Und dann, guck mal hier, schön. Und dann klappt das wahrscheinlich. Wir haben ja noch 3 Pfeile, wie gesagt, und sind eigentlich relativ safe. Es sei denn, die Pfeile gehen kaputt. Toll. Wir brauchen eine Kiste. Okay, lauf wieder zurück, komm. Lauf einfach zurück. Wir brauchen eine Kiste. Let's go. Guck mal, da ist ein Bienenstock. Ein Bienenstock können wir wahrscheinlich auch mit Quantum Control klein machen. Aber es bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt keinen Inventarplatz mehr haben. Ich hoffe, wir finden den wieder. Ich denke mal, so Honig und so ist eine coole Nummer. Vielleicht wegen Krankheiten oder so. Vergiftung vielleicht auch. Oder Immunsystem, was weiß ich. Oh, das ist gut. Wir sind schon einen Schritt weiter. Wir können jetzt Wasser kochen. Und ich habe kein Holz mehr. Toll. Wir müssen doch mal los. Aber erstmal. Na doch, wir müssen los. Brauche Holz, um eine Kiste zu bauen. Da ist ja der Storage Container. Und der Crafting und Luxury war das, glaube ich, ne? Ja, laufen wir nochmal in die Richtung. Ist auch gut. Immer mal eine andere Richtung nehmen, weil es dauert ja eine Weile, bis alles nachspawnt. Also, Holz. Come on. Ah ja, hier ist gut. Sehr gut. Quantum Control engaged. Okay. Ach ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich genieße immer noch sehr diese Landschaft. Sieht sehr gut aus immer hier. Oh nein. Und dann stelle ich fest, hier gibt es Schlangen. Verdammt. Warum? Wir sind doch gar nicht im Dschungel. Ach Mann. Kackviecher. Also, wir haben aggressive Feinde hier, Schlangen und Wölfe. Bis jetzt. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich vermute mal, im dritten Biom wird es richtig böse. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir da dann auch Bären haben, Eisbären oder sowas. Da sind wir ja im Schneegebiet dann. Im kalten Norden. Da brauchen wir wahrscheinlich auch Klamotten oder so. Andere. Obwohl, wir haben ja so einen heftigen Anzug, der uns wahrscheinlich beschützt. So, bisschen Zeug noch. Und dann lass uns mal eine Kiste bauen. Da geht's lang, genau. Auf die andere Seite müssen wir. Gut. Achso, ich will erstmal Wasser machen, weil mein Wasservorrat relativ im Keller ist schon. Und ich vermute mal, ich möchte jetzt meine Wasserflasche füllen. Was ja Sinn macht. Und auch noch einmal eine Portion Wasser so machen. Oder koche ich jetzt was zu essen? Eine schöne Suppe. Die würde beides quasi eliminieren. Hunger und Durst. Spirit Tonic. Jetzt sehe ich das erst. Guck mal, man sieht immer nichts, wenn man parallel moderiert und so. Oder spielt und moderiert. Spirit Tonic, was war das? Ich muss mir das nochmal angucken. Da würde ich jetzt gerne auch... Können wir da nochmal reingehen, bitte? Was ist Spirit Tonic? Ja, was fehlt? Lehm, stimmt.
Oder? Was stand da jetzt gerade? Keine Ahnung. Ich glaube, Leben fehlte uns. Oh, der Holz schon wieder. Das kann natürlich auch sein. Schon wieder Holz. Naja, dann holen wir halt noch ein bisschen. Hier, guck mal, nachgespawnt, sehr gut. Oder hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Och Mann. Können wir was essen? Lass irgendwas essen, damit ich mir Holz holen kann. Wir brauchen, glaube ich, 3 Holz für so eine Box. Bei mir geht es aber ums Gewicht, nicht um die Slots, ne? Ich brauche eigentlich nur Platz für, damit ich irgendwie 10 Kilo. Achso, das fehlt mir. Okay. Okay, gut, jetzt aber zurück. Schnell. Ja, ich hab's verstanden. Guck mal, die Geräusche sind die gleichen wie bei Icarus, ne? Also die von den Hirschen. Ist identisch. Gleiche Sounds von Icarus. Auch die Wölfe, ne? Auch identisch. Gleiche Icarus. Also Icarus-Sounds sind gleich Retreat to Annan. So, perfekt. Wir bauen. So, jetzt die ganze schwere Kacke da rein. Fell und Steine und so. Damit wir mehr sammeln können. Sehr gut. Ja, das sieht gut aus. Okay, let's go. Lass mal ein bisschen Stuff holen. Ich muss ja schließlich auch noch Wände und sowas bauen. Ah. Okay, das hat gar kein Wasser gebracht. Können wir nochmal da reingehen? Ich wollte gerne wissen, was dieses Spirit Tonic ist. Wahrscheinlich ist es ein Heilmittel einfach, oder? Okay. Was trinken wäre cool. Weil Wasserhaushalt ist relativ unten. Ja, also ich überlege mir gerade, was tue ich jetzt? Auf jeden Fall müssen wir Wände bauen. Das Haus muss ja fertig gebaut werden. Was bringt uns jetzt dann so eine Plattform, wenn wir uns nicht schützen können? Ein Bett brauchen wir auch, um die Nacht zu überstehen. Nee, ist Quatsch. Wir haben ja das andere Ding zum Schlafen. Aber es wäre schon cool, weil ich denke, wenn wir das Haus zu haben, dass uns dann keine Spinnen, giftige Spinnen beißen oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich. Oder unwahrscheinlicher als auf dem Boden. Wenn wir auf dem Boden schlafen. So, trinken. Perfekt. So, rein damit und dann let's go. Lass uns Zeug holen. Wir brauchen Holz und Stroh. Nee, Steine? Ich wollte ja Steinwände bauen, so viel ich weiß. Also ein bisschen stabiler. Wir haben ja 2 Varianten. Einmal die Holzgeschichten und die Steingeschichten. Achso, wir meditieren noch eine Runde. Dann haben wir einmal wieder alles schön voll und können noch mal eine Runde speichern. Das macht hochgradig Sinn. Begin meditation. Okay, heute finde ich das wirklich extrem meditativ. Nicht schlecht, liebes Spiel. Nicht schlecht. Okay.
Jetzt aber speichern und dann los, ne? Wir müssen den Tag noch ein bisschen nutzen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie man das Wasser da reinkriegt. Ist da vielleicht noch Wasser drinne? Ich vermute, da ist einfach noch Wasser in der Flasche. Oder? Nee, doch nicht. Mit Kuh kann ich die Flasche füllen. Aber ich hätte noch was trinken können, ne? Kann es sein, dass man aus der Flasche mehr als nur einmal trinken kann? So. Rein damit und jetzt noch kurz speichern und dann los. Gott, jetzt bin ich voll müde von dem Meditiere eben. Das ist ja von der Meditation eben. Von dem Gemeditatiere. Oh mein Gott, mein Deutsch. Richtig gut. Ja, Hirn hat abgeschaltet. Okay, perfekt. Jetzt haben wir einmal gespeichert. Das ist sagenhaft. Und jetzt lass uns mal gucken, dass wir noch ein bisschen Holz und sowas rankriegen, damit wir die Wände bauen können, ne? Und Arrows, natürlich. Wir brauchen mehr Munition, ganz klar. Steine und Holz und Stroh und so. Oder Federn brauchen wir ja. Und wie wir gesehen haben, brauchen wir ja 3 Pfeile für einen Wolf. Hier ist noch ein bisschen Lehm. Her damit. Quantum Control engaged. Jetzt habe ich ja die Taschen wieder schön leer. Kann ich wieder ordentlich durchdrehen. Lass uns einfach mal geradeaus laufen. Was ist das hier? Warum sieht das aus wie eine Ruine? Und hier ist eine Treppe. Komme ich wieder an den Eingang? Oder was ist das hier? Diese Frage stelle ich mir gerade in diesem Moment. Wo bin ich? Hier ein bisschen Obsidian. Obsidian können wir auch nochmal mitnehmen. Das brauchen wir bestimmt irgendwann. Ich finde den dritten Stein nicht, oder es waren einfach nur 2. So, jetzt erstmal hier ein paar Pfeile. Also einen. Toll. Okay, dann lass uns mal gucken, was hier ist. Weil da vorne sieht mir das aus wie eine Ruine. Und das wäre natürlich jetzt heftig der Kracher, wenn wir jetzt schon eine Ruine finden. Das wäre echt doll, oder? Das wäre ja ein Glücksgriff geradezu. Genau, mehr Pfeile, viel mehr Pfeile. Sehr gut, reicht erstmal. Okay, lass mal gucken. Unglaublich. Wir haben wirklich die erste Ruine schon gefunden. Das finde ich sehr gut. Perfekt. Das heißt, wir werden den nächsten Level auch noch erreichen heute. Level 4 dann, ne? Weil pro Ruine ein Level. Ne, Level 5, weil mit 1 sind wir angefangen. So. Ah, da wird nochmal ein bisschen meditiert. Das dauert ja jetzt nicht so lange. Wir lassen mal den netten jungen Mann quatschen. Begin meditation. Breathe normally and relax your body. Just be. Release any tension you might have in your body. Relax and be still and at peace. If you notice any thoughts that you are attaching to,
Just smile at them and let them do as they please. No need to judge them or run from them. Boah, mein Gott. Also heute, Level 5. Heute fühle ich diese Meditation einfach. Also heute ist so ein Tag, da tut das richtig gut. Mensch. Da könnte man einfach sitzen bleiben und weiter zuhören. Also nicht Mann, sondern ich. Also ich einfach jetzt, ne? So, was haben wir denn hier? Gartenrock. Ja. Also Dekoartikel, toll. Und ein Kühlschrank. War der vorher nicht? Nee, ich glaube, der war vorher noch nicht, ne? Kühlschrank. Wie cool. Wie cool. Tür, ja. Aber das hatten wir alle schon. Irgendwelche Gardinen, hatten wir die auch noch nicht vorher? Okay. So, dann lass uns mal zurück. Noch ein bisschen was sammeln. Und gucken, dass wir da ein bisschen die Bude bauen. Würde ich sagen. Mit dem Zeug, was wir haben. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Oh, schön. Guck mal, und hier diese... Das muss ja irgendwie die Begrenzung sein. Ich denke, dass dieses Gebiet von Bergen umzäunt ist. So wie das andere Gebiet einfach eine Insel war und von Wasser umgeben war, sind das hier die Berge. Wahrscheinlich im dritten Biom dann auch. Ah, guck mal, hier ist schön Holz. Sehr gut. Das nehme ich doch gerne mit. Und dann fällt mir ein, Mensch, vielleicht sollte ich noch eine Flagge aufbauen. Wäre eine gute Idee. Eine Flagge, damit ich mich besser orientieren kann. Genau. Eine Flagge wäre echt nice. Ja. Machen wir. Und ab die Post. Jetzt habe ich auch gleich wieder ein bisschen Platz. Kann ich was einsammeln. Ich habe auch das Gefühl, dass es schon wieder dunkel wird, ne? Ich glaube, ich habe auch recht. Das fühlt sich so nach Abend an. Meine Güte, bin ich jetzt müde. Oh Mann. Was ist da los? Aber ich glaube, das liegt einfach heute im Real Life an dieser unfassbaren Hitze. Die einfach nicht aufhören will. Ich suche gerade das Haussymbol und finde es nicht. Ich sehe nur den Ausgang da vorne und vermute jetzt, hä, wenn ich das hier nirgendwo sehen kann, kann es nur noch direkt hinter dem Ausgangssymbol sein und deswegen sehe ich es nicht. Ich kann es nicht sehen, aber es ist da. Irgendwo, bestimmt. Oh oh, hier hat es gerade geknistert. Im Dickicht. Hm. Ich will nach Hause. Schnell, 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 schnell. So, das ist nicht mein Gewässer, wo ich gebaut habe. Ich dachte erst, es wäre so, aber es ist nicht so. Wir müssen weiter in die Richtung, ne? Oder doch... Ich glaube, es ist genau hinter dem Symbol. Na? So, jetzt komme ich von der Seite. Und jetzt, glaube ich, kann man das gut sehen. Ja, es war dahinter. Das kann man jetzt gut erkennen. Okay. So, und ihr merkt, es wird dunkler. Ne? Also das spürt man regelrecht hier in dem Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt.
Na, bisschen Obsidian noch? Nein. Ja, irgendwie... Keine Ahnung, warum das plötzlich so weit weg ist. Ich bin scheinbar ein bisschen außen rum gelaufen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch genauso handhaben, ne? Dass wenn wir dann die anderen beiden Ruinen suchen, nachdem wir das Haus fertig gebaut haben, werden wir an den Bergen langlaufen. Oh. Vor allem erstmal stehen bleiben und gucken. Oh, es bewegt sich. Oh, es ist eine Schlange. Scheiße. Ah. So, wir sind da. Sehr gut. Ich habe gerade gedacht, da steht jemand, aber es war nur der Topf und das Lagerfeuer. Herrlich. So, komm, lass uns eine Wand bauen. Einen Eingang und sowas, wenn das geht. Mal gucken, wie viel wir bauen können. Und ob das gut funktioniert. Nee, ich glaube, das ist nicht hier, sondern bei Building. Genau, Basic. Basic. So, da sind die Steinwände. Und wir brauchen jetzt erstmal einen Eingang. Also Doorway. Ja, oder wir machen erstmal ein Fenster, eine Fensterseite. Eigentlich baue ich wie immer. Eingang, links, rechts, Fenster. Dann an der Seite nischt und hinten manchmal auch noch ein Fenster. Weil, damit ich rausgucken kann, falls da irgendwer rumläuft oder so. So, sieht erstmal ganz nice aus. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Einen Eingang. Und ich denke natürlich wie immer darüber nach. Ist das nicht zu klein? Wie viel muss da rein in dieses Haus? Aber ich denke mal, dass wir noch eine Terrasse anbauen werden. Wo dann vielleicht die Furnace und dieses Lederding rankommt. Oder raufkommt, wo dann Leder hergestellt wird und so. Und innen drin dann wirklich nur die Sachen, die auch in ein Haus gehören. Hallo? Also das Bauen ist so ein bisschen... Das ist irgendwie nicht so gut. So, jetzt noch der Eingangsbereich. Nein, bist falsch. Ah, nee, bist du nicht. Bist richtig. Sehr gut. Guck mal, hier, das snappt irgendwie nicht gleich, ne? Das ist so ein bisschen... Jetzt geht's. So, und da fällt mir sofort auf, was für eine Kacke. Warum ist da jetzt so eine Rille? Und ich kann das ja nicht einfach wieder hochnehmen. Ich wüsste ja zumindest nicht wie. Ich kann ja nur Sachen auseinandernehmen mit meinem Quantum Control. Aber nicht aufnehmen. Naja, ich auch entgegen meines Monks entscheide ich mich, darüber hinwegzusehen. Und möchte noch eine Treppe bauen. Genau. Das schaffen wir noch. Dass wir hier gut reinkommen. Und eine Sache will ich noch testen. Und zwar... Okay, erstmal gucken, ob ich noch eine Wand bauen kann. Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Mats mehr. Und hier, dieses Floor... Strip. Was ist das? Ist das eine Lampe oder sowas? Ich möchte das gerne ausprobieren, aber ich habe kein Holz mehr. Das ist Mist. Wo kriege ich jetzt Holz her? Schlafen kann ich noch nicht. Wieso habe ich eigentlich immer noch keine Headlampe? Dafür brauche ich doch dieses Obsidian, oder? Das muss ich nochmal eruieren. Dass ich mir so eine Kopflampe baue. Das wäre ja mega super. So, ich warte jetzt darauf, hier schlafen zu können. Statt einfach zu gucken, links und rechts, ob ich vielleicht noch ein Holz finde. Nein, ich warte. Ich warte einfach. Wir warten. Es ist einfach zu dunkel. Bevor ich mich hier verfranse. Ja. Großes Kino. Wieder so eine Dreckskackspinne. Die mich gebissen hat. Muss mir erstmal Anti-Venom bauen. Und hol jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ja, Herzklopfen geht schon los. Toll. Leben geht runter. Ein Traum. Oh, hier ist viel Holz. Das ist gut.
Toll, ist auch noch ausgegangen. Sehr gut. Okay, dann koch mal schön weiter. Okay, das geht ja relativ flott. Gut, und wir bauen jetzt hier mal dieses... diesen Floor Strip. Also ich denke schon, dass das irgendwie so eine Lampe ist, oder? Aber ich kann das jetzt halt auch schwierig oder schlecht herausfinden, weil ich glaube, das kommt einfach an die Decke. Ich glaube, das kommt einfach an die Decke. Und dann baue ich das natürlich hier hin und naja. Aber es sieht aus wie eine Lampe, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber einfach so eine Deckenlampe jetzt hier bauen, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Also was soll das sein? So, wir sind geheilt. Dann packe ich gleich noch ein bisschen Wasser rein für die nächste Runde. Denn wir sind am Ende dieser Folge angekommen und werden dann beim nächsten Mal das Haus weiterbauen. Das hat höchste Prio. Und dann müssen wir das Gebiet erforschen. Das wird sehr spannend, denke ich. Und ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Runde. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.